Gehen wir weiter zum nächsten Hadith. Das ist der Hadith Nummer 14. Der 14. Hadith wird von Abdullah ibn Mas'ud überliefert. Der sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Das Blut eines Muslims ist nicht erlaubt, außer in einem von drei Fällen. الثيب الزاني الثيب الزاني bei einem verheirateten Ehebrecher. النفس بالنفس bei einem, dessen Seele für eine andere Seele einstehen muss. والتارك لدينه المفارق للجماعة und bei einem, der seine Religion verlassen, der sich von der Gemeinschaft getrennt hat. Und das ist überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. In diesem Hadith geht es um einen Teil des islamischen Rechts, was das Strafgesetz betrifft, die Delikte, Strafdelikte und derartiges. Das islamische Gesetz oder der Fiqh, sagen wir, der Fiqh ist genauer, unterteilt sich nämlich in vier Bereiche. Es gibt vier Bereiche. Es gibt einmal das sogenannte Rub' al-Ibadat, das ist das erste Viertel des Fiqh, handelt um die Ibadat. Das heißt, um die Normen und Gesetze, die dein Handeln regeln, mit Allah Ta'ala zu tun hat. Dein Handeln, das mit Allah Ta'ala zu tun hat. Die Ibadat, das Beten, das Fasten, die Zakat, die Hajj und so weiter. Das zweite nennt sich Rub'u al-Mu'amalat. Das sind die innermenschlichen Beziehungen, Interaktionen, die das Kaufen, Verkaufen, Vermieten, Verpachten, Schenkungen, was haben wir da noch? Ja, all diese Sachen betreffen. Also alles, was mit dem Finanzwesen zu tun hat. Das ist der zweite Bereich des Fiqh. Dann gibt es einen dritten Bereich, das nennt man Fiqhu al-Nikahi wa-Talaq. Al-Nikah wa-Talaq, also Eherecht und Scheidungsrecht. Nur, nicht nur. Zum Eherecht und Scheidungsrecht gehören auch all die Dinge, die das Familienwesen betreffen. Das heißt, das Erbrecht wird hier besprochen. Hinterlassenschaften, Testament, alles wird hier besprochen. Erziehungsrecht wird hier in diesem Kapitel besprochen. Und dann kommt der letzte Teil, das nennt man Fiqh al-Jinayat. Fiqh al-Jinayat. Und das betrifft eher die Dinge, die einen Staat interessieren. Das heißt, nennen wir es Staatswesen. Und das betrifft unter anderem zum Beispiel, wie funktioniert das Gericht? Zeugenaussagen, die Ahkam der Zeugenaussagen, die Strafdelikte, der Qadi, die Eigenschaften des Qadi, die Voraussetzungen des Qadi, das wird alles in diesem vierten und letzten Kapitel behandelt. Das heißt, dieser Hadith betrifft das vierte Kapitel des Fiqh, und zwar, oder genauer gesagt, eine bestimmte Nische, und zwar das Strafrecht. Strafrecht und die Delikte und ihre Sanktionen. Von daher muss man eingangs erwähnen, dass dieser Bereich, die Umsetzung und Ausführung dieses Bereiches lediglich einem autonomen, funktionierenden Staat zusteht. Das heißt, die Ausführung das Strafgesetz und die Sanktionen und alles, was damit zusammenhängt, ist nicht eine Sache, die Individuen betrifft. Also es gibt kein Lynchen, es gibt keine Selbstjustiz. Das ist eine Aufgabe, also das Monopol hier hat ein autonomer, funktionierender Staat. Und das ist ganz, nicht nur ist das logisch, es dient auch der Sicherheit der Menschen. Warum dient es der Sicherheit der Menschen? Ja. Also wenn man Selbstjustiz anwenden würde, dann könnte man nicht sicher gehen, ob es wirklich gerechtfertigt ist. Ja, man kann das nicht gerechtfertigen.
Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, in dem Hadith, der in Sunan al-Kubra überliefert wird, er sagte da, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar, die Beweislast liegt auf. Auf wen? Auf den Kläger. Nein, auf den Kläger. Und der Angeklagte schuldet nichts weiter als ein Eid. Der Angeklagte kann sich von seiner Klage befreien mit einem Eid. Das heißt, er schwört, dass er dies und jenes nicht getan hat. Khalas, fertig. Solange es keine belastenden Beweise gibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam begründet dies. Er sagte, wäre dies nicht so, hätten Leute Anrechte, Ansprüche erhoben auf das Blut und Vermögen anderer. Immer wenn du etwas willst, eine Behauptung aufstellen. Immer wenn es Konflikte mit jemandem gibt, auch einfach eine Behauptung in die Welt setzen und Selbstjustiz. So geht es natürlich nicht. Das führt zu Instabilität eines Staates, das führt zu Anarchie. Das führt zu Anarchie und Chaos. Und daher das Empfinden für die Notwendigkeit von Regeln und Gesetzen, weil die Regeln und Gesetze sie bestimmen und regeln ja das Leben und die Beziehungen der Menschen zueinander, ist etwas, was in jeder Gesellschaft existiert hat, egal wie primitiv sie waren. Es gab immer irgendwelche Gesetze und Regeln, die das Leben organisieren und instand halten. Selbst die Araber in der Zeit der Jahiliyyah, obwohl sie im Vergleich zu anderen Kulturen, Nachbarkulturen, man kann sagen, sie haben im größten Chaos gelebt, größte Anarchie. Da gab es keine wirklichen, es gab ja keinen einheitlichen Staat oder so, ne? Es gab keinen einheitlichen Staat, es gab kein Gewaltenmonopol. Da gab es die Sippen, jede Sippe war ein Staat für sich sozusagen. Und daher gab es keine einheitlichen, ausgesprochenen oder ausgeschriebenen Gesetze, auch wenn es Gewohnheitsrecht gab. Gewohnheitsrecht, ja, Recht, das irgendwie unausgesprochen zwischen ihnen existiert und besteht. Taib. Hier haben wir, und übrigens, das ist eine Sache des Konsens unter den Gelehrten. Es ist eine Sache des Konsens, also unumstritten. Es ist eine unumstrittene Sache, dass die Hudud sind diese Strafen, die Sanktionen, dass sie nur von funktionierenden Staaten ausgeführt werden, beziehungsweise von den Qudha, von den Vertretern des Staates oder anderen Funktionären. Taib. Was sind eigentlich die Hudud? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier drei Delikte. Was sind die Hudud? Oder was bedeutet das Wort Al-Hadd eigentlich? Ist aber jede Strafe, nennt man jede Strafe, die es gibt, Hadd? Es ist eine interessante Sache. In der Realität gibt es nur sehr wenige Hadd-Delikte. Ich nenne sie mal Hadd-Delikte. Was bedeutet es, wenn wir von Hadd-Delikten reden? Die sogenannten Hudud-Delikte sind jene, für die es definierte Strafen gibt. Definiert in der Art und Weise und in der Menge. Art und Weise und in der Menge. Die vorgeschrieben wurden wegen der Verletzung des Rechtes Allah Ta'alas. Sie sagen, Haddun furida li haqqillah. Was heißt das wegen dem Recht Allahs? Wir kommen zurück zu der Frage. Denkt über die Frage nach. Wir kommen aber gleich nochmal zurück. Die Hadd-Strafen sind sieben. Es gibt sieben Hadd-Strafen in der Scharia. Nicht mehr. Wir haben einmal den Zina.
Zina ist der außereheliche Geschlechtsverkehr, den hat der Prophet hier erwähnt, bei einem verheirateten Ehebrecher. Dann haben wir die Verleumdung. Was heißt Verleumdung? Wenn man zum Beispiel einer tugendhaft irgendwas vorwirft, was sie nicht getan hat. Auch ein Mann. Auch ein Mann. Also, jemandem, der unbescholten ist, unbescholten, das heißt, es ist nicht jemand, der sich selbst so preisgibt, jemanden Unbescholtenen den Ehebruch oder den außerehelichen Geschlechtsverkehr vorzuwerfen, das nennt man Verleumdung. Und deswegen, Verleumdung, darf man verleumden? Darf man bestimmte Menschen verleumden? Hä? Nein, ich meine, jemand, der eigentlich unbescholten ist. Also, man weiß nichts über ihn und erlebt kein ausgeschweiftes Leben oder ausschweifendes Leben, in dem das sichtbar ist, ja. Also, man weiß von ihm nicht, dass er außereheliche Beziehungen und so weiter pflegt. Darf man ihn verleumden? Das Verleumden ist eine der, ich nenne sie mal, der Kapitalverbrechen. Wisst ihr, was Kapitalverbrechen sind? Es gibt einmal die Kapitalverbrechen, dann gibt es diese Kavaliersdelikte oder so. Das sind so die kleinen. Der Prophet sallallahu alaihi sagte im Hadith von Ibn Abbas, er sagte, ijtanibul mubiqat as-sab', meidet die sieben vernichtenden Sünden. Und dann nennt er unter ihnen den Al-Qadf, die Verleumdung. Deswegen, die Verleumdung ist ein Vergehen, das eine Hadstrafe zur Folge hat. Das muss man sich bewusst sein. Man muss sich dessen bewusst sein. Wer jemanden verleumdet, der wird dafür bestraft. Also wird körperlich bestraft dafür. Und warum ich das erwähne? Weil manche Leute nehmen es leicht, ich nenne mal einen Kontrahenten, jemand, mit dem man diverse verschiedene Auffassungen hatten, sie mit diversen Begriffen zu beschimpfen, die darauf hinausgehen, dass man ihm oder seiner Familie den Ehebruch vorwirft. Ich nehme es nur aus in den Mund, weil die Fuqaha das erwähnen. Wenn jemand zu einer Person sagt, Yabna Zania, Sohn einer Ehebrecherin. Wir haben ein ähnliches deutsches Wort, oder nicht? Das HS-Wort. Kennt ihr es? Diese Aussage, das hier zu jemandem zu sagen, ist Verleumdung. Das ist Verleumdung. Ob du das beabsichtigt hast oder nicht, das ist Verleumdung. Das heißt, eigentlich müsstest du dafür deinen Rücken herhalten. Und es ist egal, zu wem du es sagst. Ob das ein Nasrani ist oder ein Yahudi oder ein Majusi, oder ein Muslim, diese Aussage darf nicht getätigt werden, wenn die Person unbescholten ist. Die dritte Hadstrafe ist der Alkoholmissbrauch. Also ich nenne es so Alkoholmissbrauch, ich weiß nicht, ob man das fachlich so nennt in der deutschen Sprache. Alkoholmissbrauch ist, glaube ich, in der deutschen Sprache mehr als nur Alkohol trinken. Ne? Sagen wir das... Alkoholgenuss. Alkohol trinken einfach. Alkohol trinken ist eine verbotene Sünde, für die es auch eine Sanktion gibt. Und das Interessante ist, die Sanktion des Alkohol, des Trinkens von Alkohol, in einem Hadith bei Tirmidhi, der von Muawiyah überliefert wird und anderen, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nach dem dritten Mal. Fa in ada faqtuluh. Beim vierten Mal. Wenn er das vierte Mal wieder trinkt, dann droht ihm die Todesstrafe. Das ist in At-Tirmidhi überliefert. Aber jetzt kommt das Interessante. Das ist ein interessanter Punkt. Und deswegen betone ich immer wieder, also ich weiß nicht, ob ihr das gefühlt habt, ich versuche die Leute für etwas zu sensibilisieren. Und zwar der Umgang mit dem Fiqh
und mit den Belegen des Fiqh. Jemand liest diesen Hadith irgendwo ein Zitat und verbreitet dann die Nachricht, beim vierten Mal, wenn man verurteilt wird für das Trinken von Alkohol, droht die Todesstrafe. At-Tirmidhi, als er diesen Hadith überliefert, er nennt dann einige Überlieferungswege, wer ihn noch überliefert hat. Irgendwann am Ende sagt er, die Ulama sind sich seit jeher, früher und heute, der Meinung einig, dass dies nicht so ist. Dass dies nicht so ist. Und deswegen, At-Tirmidhi hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Al-Ilal. Und darin hat er beispielsweise über Ahadith gesprochen, einige Ahadith erwähnt, in denen die Fuqaha, die Gelehrten, sich einig sind, dass diese nicht angewandt wurden. Das heißt, weil sie beispielsweise abrogiert worden sind oder weil es andere. Und da nannte er unter anderem diesen Hadith. Dieser Hadith, er nannte diesen als Beispiel für einen Text, der nicht angewandt wurde. Deswegen, es ist nicht möglich, wenn man einen Text hier und da mal liest, und noch schlimmer, wenn man es irgendwo in Facebook liest. Manche sehen Facebook und dergleichen als Wissensquellen. Das heißt, sie haben gar keine andere Quelle, aus der sie lernen. Wenn sie was lernen, dann lernen sie es aus irgendwelchen Beiträgen in den sozialen Netzwerken. Das sind keine Quellen. Das Wissen, besonders der Fiqh, ich benutze dieses Beispiel, man kann das wie ein Puzzle verstehen. Wenn du ein großes Puzzle hast, und du hast hier ein, zwei Teilchen. Ist es möglich, dass du ein genaues Bild haben kannst von dem Ganzen? Ist nicht möglich. Du kannst viel rein fantasieren, aber umso weiter dieses Puzzle voller wird, umso mehr Teile dazukommen durch stetige Bildung, durch Zuwachs der Bildung, umso übersichtlicher wird das Bild, umso klarer wird das Bild. Und deswegen eine andere Sache. Es wird niemand als ein Gelehrter geboren. Besonders die Menschen hier in Deutschland, bis sie mal was vom Islam erfahren, zwischen ihrer Geburt und diesem Moment sind meistens viele Jahre. Ja? Bis er irgendwann mal begreift, dass er was machen muss. Und dann fängt er an zu lernen. Das heißt, da ist eine Riesenlücke. Ist es nicht ganz normal, dass er, wenn er emsig an die Sache rangeht, studiert, lernt, tagtäglich studierend, eine Ausbildung in irgendeiner islamischen Wissenschaft durchnimmt, ist es nicht ganz normal, dass er durch den Zuwachs dieses Wissens, durch das langsam und stetige Vervollständigen des Puzzles immer mal wieder diverse Aussagen, Ansichten, die er hatte, hier und da mal korrigiert und retuschiert? Ganz normal, oder? Das ist ein Zeichen für Gesundheit. Wer aber hier, heute hat er angefangen zu praktizieren und in diesem Moment, in diesem Jahr hat er ganz viele, er ist wie ein Schwamm, er ist in diesem Moment wie ein Schwamm. Ein Schwamm, du kannst in irgendeine Flüssigkeit eintauchen und er wird sie aufnehmen. Ob es ein Gift ist oder ob es Wasser ist, ob es etwas Gutes, er wird alles aufnehmen und aufsaugen in sich. Wenn er in diesen ein, zwei Jahren, die er begonnen hat, diverse Aussagen angenommen hat, und es ist ganz normal, dass nicht alles richtig sein wird. Das ist ganz normal. Weil er wird manches von hier nehmen, manches vom Hören sagen, manches wird er aus einer Übersetzung aufschnappen, die vielleicht nicht ganz richtig war. Und wenn er dann nach 10, 15 Jahren immer noch überall die gleichen Standpunkte vertritt, dann ist das kein Zeichen von Gesundheit. Das ist kein Zeichen von Gesundheit. Weil die wurde das Wissen nicht in die Wiege gelegt. Du musst es aktiv lernen und mit jedem weiteren Zuwachs an Wissen wirst du deine Fehler erkennen, du wirst sehen, hier und da habe ich was falsch gemacht, hier und da lag ich nicht richtig. Ganz normal, das ist ein ganz normaler Prozess. Und deswegen, wer jemanden für so etwas kritisiert und klagt, der hat das nicht verstanden. Diesen natürlichen Prozess hat er nicht verstanden. Na, Mensch.
Also, was, ach so, die sieben Formen der Hudud, der Alkoholmissbrauch, haben wir gesagt. Viertens, Diebstahl, Sariqa. Dann haben wir die Hiraba. Al-Hiraba, ich weiß nicht, wie ich das definieren soll. Al-Hiraba ist sowas wie Raubüberfälle, Erschreckung von Menschen. Dann haben wir den Bari, Al-Bari. Was bedeutet Al-Bari? Ja, rebellieren, das bedeutet, das ist nicht nur eine Form des Rebellierens, es ist eine Form des bewaffneten Widerstands gegen einen legitimen Herrscher oder gegen die muslimische Jama'a. Und das erwähnt Allah Ta'ala im Koran, also den Bari, in der Surah Al-Hujurat, er sagt, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Und wenn sich zwei gläubige Parteien bekämpfen, dann schlichtet zwischen ihnen. Schlichtet. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Wenn aber eine gegen die andere rebelliert, also dennoch in diesem Zustand verbleibt, dann bekämpft die rebelliert, also die Unruhe verursacht. Das nennt man Al-Bari. Und aus diesem Vers haben die Gelehrten abgeleitet, dass der sündende Muslim immer noch ein Muslim ist. Warum? Ja, er sagt, wenn zwei Gruppen der Muslime sich bekämpfen, wie hat er sie genannt? Er hat sie Mu'minin genannt. Wenn zwei Gruppen der Gläubigen, der Iman-Tragenden sich bekämpfen, aber ist nicht eine hier schuld? Ist nicht eine hier schuld? Es gibt eine ruhende, eine stille Gemeinschaft. Dann stehen irgendwelche Leute gegen sie auf, bekämpfen sie. Also das ist eine Sünde. Das ist im schlimmsten Fall führt zum Mord. Warum im schlimmsten Fall? Warum im schlimmsten Fall? Weil das Wort, diese Begriffe, wie zum Beispiel Qatala, nicht immer töten bedeutet. Qatala bedeutet nicht immer töten. Habt ihr das Verb schon mal gehört? Qatala yuqatil. Ihr kennt es aus dem Hadith, den hatten wir am Anfang, im letzten Jahr. Umirtu an uqatilan nas. Mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie das und jenes tun. Was heißt qatala? Heißt es immer töten? Kennt ihr den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr betet und jemand an euch vorbei passieren will, was soll man dann machen? Faqatilhu. Qatil, heißt das, du darfst ihn töten? La, das darf, also das heißt, das Wort al-Muqatala muss nicht immer dieses Ausmaß nehmen. Aber jedenfalls, hier sagt Allah Ta'ala, er nennt sie Gläubige. Und das ist ein Indiz dafür, warum der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Qitalul Muslimi Kufrun. Qitalul Muslim Kufrun. Wasibabuhu Fisq. Einen Muslim zu bekämpfen ist Kufr und ihn zu beschimpfen ist Fisk. Was heißt Kufr hier? Wir verstehen das im Lichte des Verses. Also das ist nicht etwas, was einem aus dem Islam führt. Und dann haben wir hier die Ridda und das ist das, was der Prophet hier erwähnt. Und bei einem, der seine Religion verlassen, der sich von der Gemeinschaft getrennt hat. Das sind die sieben Formen der Hadd-Strafen. Und dann gibt es nochmal, wir haben hier den Mord nicht erwähnt. Mord wurde hier nicht erwähnt. In den sieben. Warum? Weil es keine feste Strafe ist. Man kann zum Beispiel davon absehen. Der Mord wird in eine andere Kategorie gestuft. Das nennt man die Qisas
Delikte, Qisas-Delikte, also Wiedervergeltungsdelikte und ja, Delikte der Dia. Dia ist dieses Schadensgeld oder Schadensaus. Eine Frage nochmal zurück zum Punkt. Ich habe ja am Anfang gesagt, Dinge, die Hadd-Strafen, sind Strafen, die festgelegt worden sind, weil das Recht Allah Ta'alas gebrochen wurde. Was heißt es, das Recht Allahs? Weil wenn wir jetzt mal hier beachten, diese Frage lassen wir mal kurz. Was bedeutet Recht Allahs? Wurde hier nicht auch ein Mensch, beispielsweise wenn er verleumdet wird, wurde hier nicht auch ein Recht des Menschen verletzt, seine Würde? Das ist auch Recht Allahs. Warum gibt es dann Strafen, da sagen die Gelehrten, das ist wegen dem Recht Allahs und das wegen dem Recht der Menschen? Also als ob es zwei verschiedene Sorten gibt. Ja. Genau, wenn die Gelehrten vom Recht Allahs reden, dann meinen sie jene Delikte, jene Straftaten, die das Allgemeinwohl gefährden. Allgemeinwohl. Das heißt also nicht, wenn wir sagen, diese, beispielsweise manche, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher in dieser Sache, manche zählen, dass, aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, den Mord zählen sie nicht zu den Hukukullah, sondern zum Haqq, Hukukul Ibad. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Nur sagen wir, es ist tatsächlich so. Heißt das, wenn man jemanden ermordet, hat man nicht Allahs Recht gebrochen, sondern nur das Recht eines Menschen? Das bedeutet, das kann man nicht daraus ableiten. Das ist nicht unbedingt daraus abzuleiten. Weil einer der sogenannten Islamwissenschaftler hier in Deutschland hat das erwähnt, diese Einteilung erwähnt und wollte damit sozusagen zeigen, er wollte damit sagen, der Islam sieht zum Beispiel die Verleumdung schlimmer als das Morden. Aber im Grunde ist das Morden eine der ersten Sachen, die die Malaika erwähnten, als, ich sage in Anführungsstrichen, als, wie sagt man, als Einwand, nur mit Anführungsstrichen. Das war kein Einwand, das war eigentlich eine Frage, eine Frage war das, aber hat sich wie ein Einwand angehört, als sie sagten, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Und als dein Herr zu den Malaika sagte, ich werde auf der Erde ein Khalifa setzen. Was heißt eigentlich Khalifa? In diesem Sinne? Was bedeutet Statthalter? Khalifa bedeutet Al-Khalifa, يعني يخلف بعضهم بعضا. Versteht ihr, was das heißt? يعني Khalifa bedeutet ein Wesen, ein Wesen, das von seinesgleichen ersetzt wird. Einer kommt, einer geht, der andere kommt, durch die Nachkommen. Das bedeutet Khalifa. يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Dann sagten sie, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Willst du jemanden darauf schaffen, die Unheil und Verderben anstiften und Blut vergießen? قَالَ Inni a'lamu ma la ta'lamu. Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Taib. Wir haben dann die sogenannten Qisas-Delikte. Dazu gehört willkürlicher Mord, Totschlag, unwillkürlicher Mord, willkürliche Körperverletzung, unwillkürliche Körperverletzung. Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Die Rechtsgelehrten, die Jamahir der Rechtsgelehrten, das heißt die Mehrheit, außer den Malikiyya, unterscheiden drei Formen von Tötung. Es gibt die willkürliche Tötung, es gibt versehentliche Tötung und dazwischen etwas, das nennen sie Shibhul Amd. Was heißt Shibhul Amd? Shibhul Amd bedeutet, yani, ähnelt der Willkür. Was bedeutet das genau? Al-Amd, also willkürliche Tötung, bedeutet, ihn mit beispielsweise einer Waffe zu töten, die auch in der Regel tötet. Wenn jemand zum Beispiel jemanden ersticht, einen Messerstich,
führt sehr oft zum Tod und ist ja auch dafür gedacht eigentlich. Oder jemanden zu erschießen, das führt in der Regel zum Tod. Das ist willkürlicher Mord. Das Zwischending, was ich eben erwähnt habe, also das, was so zwischen Willkür und versehentlich ist, Shibhul Amd, ist jemanden mit etwas zu schlagen, was eigentlich nicht tötet. Eigentlich tötet es nicht, wie wenn jemanden ins Gesicht boxt. Und er stirbt daran. Normalerweise, in der Regel, tötet das nicht. Das nennt man Shibhul Amd. Versehentliches Morden oder Töten, sagen wir Töten, weil Morden ist schon Morden. Und das Wort Mord bedeutet, dass es einen Vorsatz gab. Versehentliches Töten, ja, beispielsweise jemand war am Jagen und er hat gerade abgeschossen und da rennt ihm ein Mensch dazwischen. Das, oder jemand stürzt von einer Anhöhe und fällt auf jemanden und tötet ihn. Autounfälle gehören auch in diese Kategorie. Das sind drei Formen des Mordes. Und der schlimmste ist natürlich Nummer eins. Nummer eins hat dann das hier zur Folge, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt, bei einem, dessen Seele für eine andere Seele einstehen muss. Allah Ta'ala sagt, وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. Und wir haben ihnen darin vorgeschrieben, Seele gegen Seele. Was heißt das? Oder wo? Allah Ta'ala sagt, وَكَتَبْنَا, und wir haben darin, worin? Also ist es für uns verbindlich? Ist das für uns verbindlich? Weil es ist ja in der Tora, nicht? Allah Ta'ala spricht von der Tora. Und dann sagt er am Ende, وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Und auch bei den Verletzungen gibt es Wiedervergeltung. Die Details von all diesen Thematiken können wir hier nicht erwähnen. Das ist nicht eine Sache des Fiqh. Die Fuqaha haben eine extrem detaillierte Liste, Auflistung von Verletzungen. Welche Verletzungen, bei welchen Verletzungen gibt es die Wiedervergeltung, bei welchen nicht. Beispielsweise gibt es diverse Verletzungen, da ist es nicht möglich, das Gleichgewicht zu halten. Dass man dem Verletzten, und andersrum, wer wird denn verletzt? Nein, wir bestrafen doch nicht das Opfer. Der Täter. Man kann dem Täter nicht genau dasselbe antun. Das würde zu Unrecht führen. Es könnte sein, dass man ihn mehr verletzt. Dann ist natürlich der Qisas nicht erlaubt. Die Fuqaha haben deswegen eine ganz große Liste von verschiedenen Formen. Aber Allah Ta'ala erwähnt auch dieses Phänomen, die Wiedervergeltung direkt in Ansprache der Ummah. Die Hanabila nehmen das aber als Beweis dafür, den Vers, den ich eben genannt habe, dass die Scharia, Schar'u man qablana, Schar'un lana. Schar'u man qablana, Schar'un lana. Die Scharia der vorherigen Nationen ist auch für uns eine Scharia. Das nehmen die Hanabila als Beweis dafür. Es sei denn, es gibt Beweise und Indizien, die dagegen sprechen. Allah Ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Wo ihr die Iman habt, euch ist vorgeschrieben die Wiedervergeltung bei Mord. Es ist aber keine Pflicht. Es ist keine Pflicht. Man hat mehrere Optionen. Man kann auch vergeben. Man kann auch verzichten und auf die Entschädigung bestehen. Das alles ist möglich. Das heißt, es ist keine Pflicht. Und deswegen sagen die Fuqaha hier, nochmal zurück zu dem Punkt, warum sagen sie das Recht des Dieners? Das ist eines der Gründe, weil hier eine Auswahl da ist. Sie können selbst die Geschädigten können selbst entscheiden. Die Geschädigten später. Die Geschädigten, also wer sind die Geschädigten? Die Familienmitglieder. Nicht nur die Familienmitglieder. In erster Linie die Familienmitglieder. Aber auch die Gesellschaft als Ganzes leidet unter jedem Mord. Warum? Und deswegen sagt Allah Ta'ala, das ist ein ganz interessanter Vers, er sagt,
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاءٌ. Was heißt das? In der Wiedervergeltung ist Leben. Was heißt das? Inwiefern ist das? Hier wird ein Mensch bestraft. Er bekommt die allerhöchste Form der Strafe. Und Allah Ta'ala sagt, darin ist Leben. Nicht jede Frage, die ich stelle, ist an euch gerichtet. Hm? Manchmal stelle ich Fragen, damit ihr nachdenkt und damit ihr dann antwortet. Warte, was soll ich gerade sagen? Ach so. Denn wenn der Täter bestraft wird, führt es dazu, dass es andere abschreckt. Hm? Und daher werden sie abgehalten von weiteren Morden. Und darin ist eine Belebung. Belebung der Gesellschaft, das ist das Leben. Gehen wir kurz weiter, was haben wir gerade gesagt? Das habe ich ja beantwortet. Das war nur eine rhetorische Frage. Nennt man so, oder? Rhetorische Frage. Merci. Danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, الثيب الزاني, darauf will ich nicht weiter eingehen, das hat auch sehr viele Details im Fiqh. Das heißt, der immunisierte Zani. Nicht jeder Zani, der immunisierte Zani. Was das genau bedeutet? Nur kurz, dass es sich um eine Person handelt, die verheiratet war, in einer gültigen, rechtlich gültigen Ehe war und auch Geschlechtsverkehr in dieser Ehe hatte. Diese Person nennt man immunisiert oder was man im Arabischen als Muhsan bezeichnet. Aber die Details davon, wie gesagt, sind eine andere Geschichte, die man aus den Büchern des Fiqh entnimmt. Und das Letzte wird in der deutschen Sprache als Apostasie bezeichnet. Und diese kann durch Handlungen geschehen, die kann durch Aussagen geschehen und sie kann durch Einsichten und durch die Aqidah geschehen, durch Überzeugungen, durch Handlungen durch Aussagen. Überzeugungen wie zum Beispiel, wenn jemand glaubt, dass das Universum keinen Anfang hat und kein Ende hat, urewig ist. Also ein Muslim, ein ehemaliger Muslim. Und Handlungen wie zum Beispiel, wenn er den Koran auf den Boden wirft, absichtlich und darauf trampelt oder so. Und durch Aussagen wie das Spotten, das Spotten über den Koran oder das Spotten über das Wesen Allah Ta'alas oder über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das war's dann mit dem 14. Hadith. Und dann kommt der 15. Hadith, der handelt wieder um Charaktereigenschaften, um das Sprechen, um die Gastwirtschaft und die Rechte der Nachbarschaft und der Nachbarn. Aber ich glaube, für heute genügt das. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.